Dieser Schmetterling ist ein Seidenspinner. In seinem früheren Leben, vor ein paar Tagen, war er eine Seidenraupe. Die Seidenraupe hat sich in einen silbrigen Kokon aus feinsten Fäden eingesponnen. Dann hat sie sich zum Falter verwandelt. Der Falter schlüpft jetzt aus seiner seidigen Hülle und fliegt der Sonne entgegen. Von dem leeren Kokon werden die hauchdünnen Seidenfäden abgewickelt und zu Seidengarn versponnen. In Indien heißt diese Seide Peace Silk, weil sie gewonnen wird, ohne dass Tiere leiden müssen. Bei dieser Art der Seidenzucht können die Raupen weiterleben und sich zum Falter verwandeln. Aus den Garnen wird ein wunderschön glänzender und weicher Satin gewebt. Das ist echte Bioseide. Vom Anbau der Maulbeerbäume bis zur Herstellung des Seidenstoffes werden keine Chemikalien verwendet, die der Natur oder dem Menschen schaden können. Peace Silk ist eine sinnvolle Alternative zur herkömmlichen Seidenzucht. Unsere Vision ist es, aus Peace Silk Seidenbettwäsche in Bioqualität anzubieten. Seide ist nun mal die Königin unter den Naturfasern. Was liegt also näher, als diese herrlichen Seidenstoffe für die Zeit zu verwenden, die ein Drittel unseres Lebens ausmacht? Bitte helfen Sie uns bei der Umsetzung unseres Projektes. Herzlichen Dank.